Mit dieser Entwicklung zum Monotheismus bildete sich allmählich eine immer mächtiger werdende Priesterkaste heraus. Davor hatte der Häuptling auch religiöse Kompetenz. Kulthandlungen, zu denen auch die Beschneidung der Knaben gehörte, die damit in die Kaste der Krieger aufgenommen waren, fanden auf einem Marai statt, eine Art Plattform mit rechteckigem Grundriss, auf dem Götter aus Holz oder Stein wachten. Diese Gottheiten waren den Missionaren natürlich ein Dorn im Auge. Kaum gelandet, stürzten sie die für die einheimischen heiligen Figuren um, um so deren Machtlosigkeit eindrucksvoll zu demonstrieren. 1796 hatten sich als erste die Missionare der London Missionary Society auf den langen Weg gemacht. Viele von ihnen wurden getötet, von Kannibalen verspeist oder waren nach Australien geflohen. John Williams gilt als der bekannteste englische Missionar. Er muss ein großes persönliches Charisma besessen haben. Er war darüber hinaus ein unermüdlicher Arbeiter, der nicht nur predigte, sondern auch mit Hand anlegte, wenn es notwendig war. Christliche Nächstenliebe in verfeindete Gesellschaften zu tragen, die sich seit jeher blutig bekämpft hatten, war schwierig, aber bei entsprechender Anleitung nicht unmöglich. John Williams war der erste Missionar in Samoa und der erste Weiße, der Rarotonga auf den Cookinseln betrat. Er versuchte auch, die als besonders blutrünstig bekannten Einwohner der Neuen Hebriden des heutigen Vanuatu zu bekehren. Das war, rückblickend betrachtet, ein tödlicher Fehler. Er wurde von ihnen erschlagen und verspeist. Als typisches Beispiel, wie die Gottesmänner in der Südsee vorgingen, soll die Missionierung der Gambier-Inseln im Tuamotu-Archipel dienen. Weihnachten 1800 gründeten der französische Priester Pierre Coudrin und die adlige Henriette Aimée de la Chevalerie die Kongregation von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens.